So, es geht zum Startwagen für unser 10. und vorletztes Rennen. Preis der Reederei Breb und Bier Harlos IK. 1900 Meter, unsere Standarddistanz für dieses Rennen. Kleines, aber feines Feld. 50 Meter bis zur Startmarke und der Start ist erfolgt für unser 10. Rennen. Esther an der Innenseite ist gut gestartet. London beginnt im Galopp mit Thomas Reber und er kann seinen Partner jetzt wieder ausparieren, hat aber erstmal Schwung und Position verloren. Vorne streiten sie sich um die Spitze. Innen ist es Esther und von ganz außen Beauty Flower CG. So hat sie vorhin auch gewonnen mit Hans-Theo Giesel, wo es durch den ersten Bogen hindurch geht. Führt also vor Esther in zweiter Position, dahinter Jura innen, außen davon ist es Eclipse Rose, dann die Lücke bis zu Shake That Heaven, jetzt im Trab dabei und dann ist es London. So geht es jetzt an uns wieder vorbei und dann gleich noch eine komplette Runde. Beauty Flower CG, kann sie hier das Doppel schaffen beim Dunawattrennen 2022? Die große Frage, dahinter ist es in zweiter Position außen Eclipse Rose, Bernd Schrödel, der will natürlich gewinnen. Innen dann Esther, dahinter außen Jura und dann die Lücke bis zu Shake That Heaven und bis zu London, der Anschluss gefunden hat nach dem Fehler in der Startphase. So geht's jetzt in den Bogen wieder hinein. Gleich in Richtung ursprünglicher Startmarke. In drei Spuren wird da Attacke gefahren. Thomas Reber außen dort mit London, aber geht natürlich etliche Meter mehr. Esther muss da schon so ein bisschen kürzer treten. Vorne ist es Hans-Theo Giesel nach wie vor mit Beauty Flower CG. Dahinter Eclipse Rose in zweiter Position. Dann Jura außen, Shake That Heaven. Hat sie sich vorhin eingetrabt für dieses Rennen hier? Fragezeichen. Jetzt macht sie außen richtig Boden gut da. Die Vertreterin aus dem Stall von Heiner Christiansen, auch Jura setzt nochmal nach, dann Eclipse Rose und dahinter ist es London. Ich glaube, wir können uns auf die ersten vier Pferde konzentrieren. Ausgangs der Gegenseite stehen sie an die letzten 500 Meter. Beauty Flower CG spürt den Atem außen von Jura. Dahinter Shake That Heaven, Eclipse Rose. Da werden die Beinchen ein bisschen müde. Das gleiche gilt für London und für Esther auf die letzte Ecke zu Beauty Flower CG. Aber außen Ronald de Beer, der schaute gerade schon mal nach innen zu seinem Kollegen, zu Hans-Theo Giesel, ob der noch eine Antwort hat mit Beauty Flower CG. Und ich sage Ihnen, der hat eine Antwort innen. Beauty Flower CG ist wieder vorne vor ihm. Jura in zweiter Position. Verpuffte da die Attacke so ein bisschen? Fragezeichen. 100 Meter noch. Beauty Flower CG. Kann sie den zweiten Erfolg feiern hier im Dunawatt? Jura versucht nochmal alles. Beauty Flower CG vor Jura. Jura auf der Linie oder Beauty Flower CG? Das war höllisch eng und da brauchen wir die Auswertung des Zielfotos. Beauty Flower CG oder Jura. Und dahinter war es Shake That Heaven auf Platz 3 vor Esther. Und London war disqualifiziert, glaube ich. Müssen wir noch mal gucken. Wow, knapper geht's ja kaum. Wir sind gespannt, was das Zielfoto ergibt. Ja, es war höllisch eng. Hans-Rudolf Mathiesen, du hast, glaube ich, eine Verbindung zur Rennleitung. Er hat gewonnen. Beauty Flower CG oder Jura? Da guckt man noch genau das Zielfoto an. Kleinen Moment dauert es noch. Ganz knappe Entscheidung. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, und dann steht nur noch ein Rennen aus, nämlich das Rennen Nummer 11.
1. Und in diesem letzte Rennen, 11. Rennen, Preis der Kutterfischzentrale Cuxhaven GmbH, der Preis von Döse, sind zwei Pferde nicht am Start. Die 3 I am the one who knocks und die 6 Wendt Rover. 3 und 6 laufen nicht. Nochmal 7 Pferde am Ablauf. Eine schöne Abschlussprüfung. Aber wir müssen erstmal jetzt feststellen, wer hat denn das 10. Rennen gewonnen?